Ja, servus die Mauer und grüß euch die Buben. Ja, wie man anschauen kann, ich bin wieder voll bepackt. Ich mache wieder eine Übernachtung. Ich treffe mich mit dem Walter, dem Wiener und dem Mike von Haus, dem Bushman. Ja, ich habe mich heute freigespielt, weil es war geplant, dass sie heute eine Übernachtung da machen. Ja, jetzt bin ich halt auch dabei. Ich kann euch jetzt zwar Rookies nicht allein lassen. Gehen wir. Ja, wir haben jetzt 19.10 Uhr. Ein paar hundert Meter noch, dann bin ich da. Ja, mein Platz ist wieder so aufgebaut wie gestern. Ich habe das beibehalten. Da bin ich ja wirklich schön versteckt hier unten. Ja, und jetzt gehen wir mal zu den anderen zwei. Gehen wir auf durch den Dschungel. Und da liegen die anderen gemütlich. Jetzt wird es noch genauso kalt sein wie gestern. Oder wie heute in der Früh. Ja, es ist noch genauso kalt. Ja, hinter mir das Lager von Mike und von Walter. Herrlich. Die Gößen sind heute noch eleganter wie gestern, muss ich gestehen. Sehr gut. Jo, Prost einmal, Freunde. 6 Euro bei Amazon. Friendly ist wieder. Da vorne ist der Onkel Carlos. Wappnet sich mit Kaffee. Ja, mindestens. Mindestens mit einem. Das ist einmal der Anfang. Ja. Ja, der Mike packt jetzt aus, natürlich die Drohne, und jetzt werden wir sich das einmal in Ruhe anschauen. Machen wir einen Gratisflug heute. Ja, der Mike hat schon die Freigabe fürs Deck auf. Also Deck nieder oder Deck zuge, wurscht was, wir decken halt an. Ja, die Sonne wird jetzt gleich untergehen. Und da ist natürlich eine sehr schöne Stimmung. Mike bedient die Drohne. Ja, die ist sicher mit der Action Cam nicht mehr, die ist zu hoch oben. Kommt gerade ein Schiffernachl daher und das ist jenes dort. Ja, da kommt der Boot. Jetzt machen wir mal so ein Püree. Das war's. Ja, mein Kartoffelpüree ist fertig. Und in dem Sinn, sag ich mal, Mahlzeit, Freunde. Ja. Ja. 3x3 Meter kurz der Lagos auf, aber nicht bricht Lagos. Ja, das ist sicher was für den Jürgen, für den Holtenfänger.
Ohne Milch. Trotzdem gut. Ja, die Zeit ist vorangeschritten. 10:30. Vielleicht holen wir es ja noch ein. Ja, wir laufen auf alle Fälle noch. Möglicherweise. Eben Tunnel. Wir lassen es aber so, wie es jetzt ist. Finster lassen wir es ja. Urschön. Ja, jetzt geht es in die Heuer. Es ist kurz vor 1 Uhr in der Früh. Der Mond scheint uns auch an. Ja, ab in die Falle, da melde ich mich nochmal. Ja, Freunde, ich liege jetzt drinnen in meinem Biwaksack, der ist geschlossen. Es ist jetzt 1 Uhr in der Nacht. Und jetzt sagen wir mal gute Nacht bis morgen. Gute Nacht, Freunde. Ja, Freunde, morgen. Na, heute wieder mal gut geschlafen. Ich glaube, in der anderen Lager habe ich schon Bewegung. Ja, es ist auch schon 7 Uhr heute. Ja, und jetzt einmal raus aus den Federn und ab zum Frühstück. Ja, die Sonne steht heute schon höher. Tja. Ja, so, in dem Sinne noch einmal einen schönen guten Morgen. Die Crew hinter mir ist auch schon runter. Die ganzen Rookies. Und jetzt gibt es ein mehr kräftiges Frühstück. Und dann schauen wir weiter. Ja, Kaffee dein. Prost. Hm? Das war schon, wo jeder gerade nicht erzählt, sondern wo du ein Loch grabst mit den Skibrillen. Genau. Ja, der Mike versteckt sich da hinter der Sonnenblenden, quasi hinter der Matratze, in Stella Ragazza. Der optimale Sonnenschutz. Ja. Es ist so heiß. Weil es ist nämlich unangenehm warm. Da brauche ich ja gleich mal ein kühles Käfchen drauf quasi. Prost, Carlos! Carlos auszieht, bringt die Kamera. Prost! So, und jetzt gehen wir mal Geschirr waschen. Ja, jetzt machen wir mal gleich ein Schiff, packen alles zusammen und dann geht's ab nach Hause unter die Brause. Es geht noch bis nächste Weihnachten. Passt. Ja, meine Sachen sind alle zum Auslüftern schon aufgehängt. Die kann ich jetzt schon einpacken. Die Crew da drüben packt auch schon zusammen und dann gehen wir gemeinsam zurück zum Auto. Ja, ein letzter Blick noch einmal. War wieder eine schöne Nacht. Die anderen sind auch schon fast fertig. Und jetzt gehen wir rüber und dann gehen wir nach Hause. Schon Aufbruchstimmung. Die Hunde warten auch schon. Und Allegra keucht sich eins runter. Und ich darf aber erst bei mir der Rest ist startfertig. Und dann geht's wieder heim. Techno-Hardcore. Na, das Musical von Wolfgang Ambros Watzmann.
Ja, Freunde, das war es einmal wieder. Wir sind fast bei den Autos und war wieder eine schöne Nacht. Hatten auch viel Spaß miteinander. Und in dem Sinn sage ich wieder danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und in dem Sinn, servus die Maulen und pfiat euch die Buben. Kannst du dir zugeben, dass die Nächte mit mir immer schön sind? Psst. Schnitt, Kart, aus, ich geh raus.